Das Problem ist, dass das Schule eine Zwangsveranstaltung ist. Man muss dorthin gehen, das macht man nicht freiwillig und deswegen ist es erstmal vielleicht uncool, dort zu lernen, wenn man das Beispiel von sogenannten Feriencamps oder Ferienfreizeiten, Lernfreizeiten, Forscherferien oder wie sie heißen, nimmt. Dort hat man eine ganz andere Rahmenbedingung, wo Schüler dann in anderen Kontexten auf einmal mit Begeisterung und mit Freude lernen, an vielleicht denselben Inhalten, wo sie in der Schule sagen würden, um Himmels Willen, das schon wieder. Und ja, jetzt 45 Minuten Mathematik und danach Latein oder was auch immer sie haben. Das ist diese Taktung in der Schule, die Zwangsveranstaltung, die das Ganze erstmal in einen etwas negativen Kontext stellt. Das ist Schule. Trotzdem waren wir sehr überrascht. Wir haben in Bremen vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt mit Siebt- und Neunklässlern. Und da war das eins der vielen überraschenden Ergebnisse war, dass Schüler Leistung und Erfolg gar nicht so uncool finden. Also wir haben genau diese Frage gestellt, ist es für dich uncool? Wir haben versucht, dann den Schülerjargon zu imitieren an der Stelle, obwohl der wahrscheinlich komplett anders ist, aber ist es für dich uncool, gute Leistungen zu erbringen, erfolgreich zu sein, einen guten Abschluss zu machen? Und das war für die wenigsten uncool. Das war für die meisten war es ganz, ganz wichtig. Ein spannender Befund war auch, dass Migranten deutlich positivere, jetzt sage ich mal, Bildungseinstellungen hatten als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund, um es korrekt auszudrücken. Das hat schon die PISA-Studie vor etlichen Jahren festgestellt, hat damals oder bis heute nie so richtig jemanden interessiert, weil da standen natürlich andere Befunde im Mittelpunkt, die brannten und die uns beschäftigt haben. Erlebt es doch eine gewisse Wahrnehmung, dass eben Migranten und vor allen Dingen auch Freude am Lernen haben. Also auf der einen Seite wissen die ganz deutlich, ich brauche Bildungstitel, um mein Leben zu verändern oder aufzusteigen, platt formuliert. Auf der anderen Seite haben die auch eine deutliche Freude am Lernen, was uns dann doch wieder überrascht hat. Also wir haben in dieser Studie, die wir in Bremen durchgeführt haben, sogenannte Cluster gebildet, also Gruppen von Schülern. Und das positivste Cluster waren die Bildungsbegeisterten. Und die bestanden zu einem ganz, ganz großen Teil aus Migranten. Das hat uns gewundert. Problem ist, dass die das nicht in dem Maße dann in Bildungserfolg umsetzen können, sondern die Migranten sind immer noch die am meisten auch benachteiligten Gruppen in unserem Bildungssystem. Und da ist die Passung noch nicht da. Man spricht da auch von dem Leistungs-Motivationsparadoxon. Da holt Schule diese Freude, diese Lernfreude noch nicht in dem Maße ab, wie sie es tun könnte, was aber auch nicht ganz leicht ist, die abzuholen. Jugendlichen haben natürlich ganz enorme Medienkompetenzen, die sie von älteren Menschen, die nicht jetzt originär mit diesen Medien aufgewachsen sind, durchaus unterscheidet und wo sie auch vielen Lehrern dann weit voraus sind, auch ihren Eltern weit voraus sind, im Umgang mit diesen Medien, aber auch im Verstehen dieser Medien. Also einen Computer anschalten können wir auch, aber vielfach sind es dann die Jugendlichen, die einem auch weiterhelfen können, wenn es mal zu Problemen kommt. Oder die wissen, wo man was downloadet und wo man es vielleicht lieber nicht downloaden sollte. Die sind da sehr, sehr schnell und sehr, sehr clever in diesen Bereichen. Und wenn ich mir dann die Ausstattung von Schulen anschaue, da kann so etwas auch in vielen Fällen gar nicht ernst genommen werden, weil da stehen alte Rechner, die irgendwann von der Sparkasse gestiftet wurden, was sehr nett ist, aber damit können Jugendliche nicht in dem Maße arbeiten, wie sie es gerne würden. Und da hat Schule einfach auch nicht die Rahmenbedingungen, diese Kompetenzen ernst zu nehmen. Thema Disziplin, Autorität oder Kuschelpädagogik ist ja auch momentan ein wichtiges Thema in Deutschland, unter anderem das Buch dieser chinesischen Mutter, Amy Schuhe oder Bernard Buerb. Da gibt es noch den Herrn Winterhoff, der uns allen sagt, wie denn unseren Kindern keine Tyrannen werden. Also ich war letztens in China und da wird so ein bisschen über die Deutschen, da amüsiert man sich darüber, dass wir alle dieses Buch lesen, während die Chinesen, zumindest die an den Universitäten, die ich kennengelernt habe,
eher auf Deutschland schauen und versuchen, das Deutsche vom deutschen Bildungssystem zu lernen, versuchen wir von den Chinesen zu lernen, wie wir denn unsere Kinder mehr disziplinieren könnten. Das ist eine ganz spannende Diskussion. Wie viel Disziplin ist notwendig? Wie viel Freiheit ist notwendig? Und in Deutschland pendelt das immer hin und her zwischen den Extremen. Also wenn wir uns die 68er angucken mit der Laissez-faire-Erziehung, jetzt sind wir gerade, wenn man sich zumindest die Verkaufszahlen dieser Bücher anschaut, auf der anderen Seite angekommen, was in der Realität nicht so ist, dass alle Eltern oder auch, also auch in Schulen nur noch diszipliniert wird. Trotzdem muss man diese Seite ernst nehmen, weil offenbar ein großes Bedürfnis da ist nach ganz simplen Rezepten, nach Disziplin, weil ganz viele Fragen einfach da sind. Nach PISA ist unser Bildungssystem auch in der Öffentlichkeit sehr negativ, das bereitet Eltern große Sorgen. Es gibt nicht mehr die klaren Lebensentwürfe, wo klar ist, du bist hier geboren, du wirst da irgendwann enden, sondern man kann da ganz große Umwege gehen und auch woanders ankommen, als es vielleicht früher vorgesehen wäre. Klare Normen und Werte verschwinden immer mehr, was auch gut ist. Auf der anderen Seite gibt es dann doch die Gefahr der Orientierungslosigkeit in dieser Individualisierung. Und da haben Eltern wie auch Lehrer, gerade auch Berufsanfänger, wenn ich meine Studierenden erlebe in Seminaren, die haben ein ganz großes Bedürfnis nach sehr einfachen Antworten. Die wollen wissen, was mache ich, wenn das und das in der Schule passiert. Und da sind natürlich Antworten, die uns Bernhard Buhr gibt, Disziplinierung, sind die einfachsten Antworten einfach. Wenn ich das tue, wird das passieren. Und das sind Antworten, die gerne genommen werden. Ich war selbst in England im Internat und erinnere mich da immer an eine Szene, das war eben der Autumn Term, weil es schon Richtung Winter ging, war Herbst, und man stand trotzdem bei über 30 Grad auf dem Hof in einer Essensschlange. Und ich habe dann es gewagt, mein Jackett auszuziehen, was man da ja tragen musste, und wurde dann darauf hingewiesen, dass ich das Jackett tragen müsse. Es sei ja kein Summer Term mehr. Im Autumn Term wäre Jackettpflicht. Ich wies dann darauf hin, dass es trotzdem über 30 Grad seien. Kam nicht gut an. Also es gibt Regeln, die man nicht hinterfragen darf, und man fühlt sich ohnmächtig. Genauso können sich die Herren mit dem goldenen Schlips vor einen stellen, weil man eben nur den grünen trägt, weil man nicht im Rudern so gut ist wie der Herr mit dem goldenen Schlips. Und das sind Situationen, an die ich mich immer noch erinnere, obwohl es schon relativ lange her ist, weil man sich so ohnmächtig gefühlt hat. Und das ist das, wenn man jetzt mal die Schüler- oder Kinderperspektive einnimmt, was da wenig gesehen wird, wenn man über Disziplin redet. Regeln sind wichtig, klare Strukturen sind wichtig, aber man darf in Schule und auch in Elternhäusern nicht das Gefühl dieser Ohnmacht erzeugen, dass man klare und unhinterfragbare Anordnungen gibt. Ich glaube, darüber sind wir doch hinaus, und das wäre ein Fehler, wenn wir da wieder zu sehr das Pendel in die Richtung drehen. Wenn ich mir da Schulen des Deutschen Schulpreises anschaue, ist es vielleicht ein Weg, da abzugucken, vielleicht dahin zu schauen und zu sehen, die Schule in Greifswald, die machen wirklich richtig guten Unterricht, die sind enorm heterogen, also sie haben eine enorm heterogene Schülerschaft, und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, machen die wirklich guten Unterricht. Das sind ja gerade die Schulen, denen das Wasser bis zum Hals steht, die irgendwann merken, wir können so nicht weitermachen, so funktioniert es einfach nicht, und die sich dann innovativen Konzepten öffnen, wo man jetzt, wenn man dem Klischee glauben würde, sagen würde, das kann doch jetzt gerade da überhaupt nicht funktionieren, und gerade da funktioniert es dann, das ist das Spannende. Und von daher, vielleicht ist der deutsche Weg der, dass man sich gute deutsche Schulen auch anschaut und was die machen und was die vielleicht richtig und gut machen. Nach der vierten Klasse wird schön aufgeteilt, wer kommt auf die Bahn, wer kommt auf die Bahn, und das System ist nicht so durchlässig, als dass man da ständig wechseln könnte, da müssen wir uns nichts vormachen. Von daher hat Schule Schule ist ein Selektionsmechanismus oder übt diesen aus. Gerade in Hamburg das Beispiel, wo eben dann auch die Eltern entschieden haben, dass das auch bitte so bleiben soll, dass möglichst früh auch selektiert wird. Also das Gymnasium ist schon eine Instanz in Deutschland, an der man auch auf lange Sicht nicht kratzen werden kann.
ich fände es sinnvoll, wenn wir zumindest bis zur 6., bis zur 10. Klasse Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen lassen, also länger gemeinsam lernen lassen, damit die Lehrer die Chance haben, diese Schüler noch besser kennenzulernen und auch die Schüler die Chance haben, sich zu entwickeln, bevor sie aufgespalten werden oder bevor Schülergruppen auseinandergerissen werden und eben selektiert wird. Also bis zur 4. Klasse ist der Spielraum nicht allzu groß und da wäre es auch wichtig, wenn das Gymnasium mitmachen würde und sich darauf einstellen könnte, etwas später seine Klientel zu bekommen.